aber auch die Unterverwitterung, und da gibt es ein Projekt, das wird nächste Woche wohl vorgestellt werden, das ist ein Projekt, das heißt Wikipedia, das ist eine Handy, die die Pfaffenhofener entwickelt haben. Dort möchte man das Angebot machen, wer sich es vorstellen kann. Man kann niemanden zwingen, aber großes Haus, Kinder draußen, Einliegerwohnung frei, wie auch immer, bevor Sie ein Zimmer frei haben, überlegen Sie sich, ob Sie das fürs eigene Leben in Kauf nehmen wollen, weil es natürlich eine Umstellung bedeutet, einen Untermieter zu haben. Aber ich sage jetzt mal, es ist wahrscheinlich am Schluss die effektivste Form der Integration, wenn man jemanden in eine Familie holt, wenn der Teil der Familie wird und wenn er so an die örtlichen Gepflogenheiten und an kulturellen Besonderheiten herangeführt wird, wahrscheinlich geht er der Sprache wäre deutlich schneller. Also, darf ich mal sagen, ich habe das schon gemacht und habe ganz wunderbare Erfahrungen. Ich kann das nur empfehlen. Also meine zwei meiner Söhne sind ausgezogen, sind erwachsen und ich habe halt den Platz und jetzt habe ich den blonden Blauäugigen ausgetauscht durch einen traurigen, dunklen jungen Mann und der lernt auch, also der ist unglaublich gut in der deutschen Sprache schon. Das geht ganz rasant. Also ja, danke. Und ist sehr sympathisch und nett und eine echte Bereicherung. Ja, das war's schon. Ich will jetzt. Und morgen mögen böse Stimmen dann sagen, da sollen die Politiker erst mir vorliegen. Ich habe leider den Platz nicht, aber man muss es genau überlegen, weil es natürlich eine unmittelbare Auswirkung aufs eigene Leben hat. Aber wenn Sie Raum frei haben, überlegen Sie sich, ob es in Frage kommt. Das geht natürlich nur für Menschen, die dann Verfahren durchlaufen haben, die sich selber eine Wohnung suchen können. Ganze nach BGB privatrechtlich geregelt. Das ist eine Option. Wie gesagt, nächste Woche wird es eine Handy-App geben. Handys sind das zentrale Kommunikationsmittel unserer Asylbewerber. Die wird es auf Deutsch, Englisch und auf Arabisch geben. Man kann sich dort einstehen, der Name wird erstmal zurückgehalten, man kann ein Interesse bekunden, dann wird im Hintergrund abgeglichen, ob es passt, dann wird der Kontakt hergestellt, aber erstmal noch anonym. Und dann kann man schauen, ob es passt. Das muss man niemandem vorschreiben und das wird nicht die Lösung des Problems sein. Aber mit Sicherheit gibt es im Pfaffenhofen 30, 40 Zimmer, die auf einen Bewohner warten. Und ich glaube, im Sinne der Integration wäre es sinnvoll, jemand, der leere Fläche hat, der kann sich so... Würde es lieber links als gerne. Nächste Woche wird das Projekt vorgestellt werden. Nur ein kleiner Ansatz, was man, wenn es um Wohnraum geht, selbst macht, wenn man bereit ist, sich auf so ein Abenteuer einzulassen. Man mag es vielfach zurückbekommen, es mag auch mal nicht klappen. Und außerdem ist die Untervermietung ja sowieso ganz schnell kündbar, wenn es je nicht klappen sollte. Das Risiko ist nicht so groß. Also da haben wir ein Beispiel, es klappt schon. Sie müssen sich heute nicht dazu bereit erklären. Aber halten Sie es im Hinterkopf, wenn das halbe Haus leer steht, das wäre eine Option, zumindest ein Zimmer zu füllen.